Mein Name ist Thomas Niggemann, hier vom Landessportverband Schleswig-Holstein. Ich bin hier Geschäftsführer, bin unter anderem auch für den Tag des Sports zuständig. Und der Tag des Sports findet jetzt seit 23 Jahren immer am ersten Sonntag im September hier rund um unser Haus des Sports statt, auf den Hallen, auf den benachbarten Plätzen, auf der Straße, unten in der Moorteichwiese. Eine riesengroße Veranstaltung, die größte Breitensportveranstaltung bei uns im Lande, die seit 23 Jahren das Motto hat: Sport sehen, Sport erleben, sich informieren und mitmachen. Und mitmachen ist für uns das ganz Wichtige, denn hier präsentieren sich unsere Vereine und Verbände mit ihren vielfältigen Angeboten. Und das sind alleine heute über 200 Angebote zum Ausprobieren, zum Mitmachen, zum Dabeisein. Das sind Programme auf drei großen Bühnen nonstop von 10 bis 18 Uhr, 170 Einzelprogramme auf den Bühnen zum Zuschauen, und das sind ganz viele Informationen. Das Tolle ist, 1300 ehrenamtlich Engagierte sind dafür verantwortlich aus unseren Vereinen, die hier von früh bis spät stehen, den Leuten helfen, erklären und auffordern zum Mitmachen. Mein Name ist Ingo Hartwig, ich bin Vorsitzender des Ausschusses für Freizeit- und Breitenfußball im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Heute im Rahmen des Tag des Sports präsentieren wir hier ein Walking-Football-Turnier. Walking-Football wurde 2011 in England erfunden, richtet sich an die Ü45-Generation, Leute, die also aus dem Fußballsport kommen, gesundheitliche Einschränkungen haben, aber auch der Inklusionsgedanke wird nicht vergessen. Walking Football unterscheidet sich vom herkömmlichen Football einmal dahin, dass sich nicht so schnell bewegt, sondern es wird nur gegangen. Kein Körperkontakt, es wird ohne Torleute gespielt und der Ball darf nicht über Hüfthöhe gespielt werden. Warum ist Sport gesund? Warum sollte man Sport treiben? Die lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Und zwar ist Sport eines der ganz wenigen gesundheitspräventiven Mittel, was wirklich bei fast allen Krankheiten hilft. Aber, und jetzt denke ich an unsere Kleineren und die Kleinsten, Sport ist natürlich auch ein riesengroßer Sozialfaktor. Ein Lernfeld für soziales Miteinander, ein Lernfeld für Kommunikation, ein Lernfeld für Integration, ein Lernfeld für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Handicap, ein Lernfeld, um Regeln kennenzulernen, um Niederlagen auszuhalten, um gewinnen zu lernen und um dabei zu sein, wenn ich dann an den Mannschaftssport denke. Und für die älteren Menschen ist ein riesengroßer Gesundheitsfaktor. Sport ist nachweislich ein ganz großer Faktor, der dich gesund erhält, wenn du dich regelmäßig bewegst. Und das kann man eben am besten in einem der 2600 Sportvereine in Schleswig-Holstein.